liebe Genossinnen und Genossen, liebe Damen und Herren, liebe Gäste, vielleicht ein paar Bemerkungen natürlich zu dieser Bundespräsidentenwahl. Also was da passiert ist im ersten Akt war, dass wir einen Bundespräsidenten hatten, schon der zweite, der dieses Amt verlassen hat. Ihr wisst, beim ersten war es ja so, normalerweise verlässt ja der Adler den Horst, aber der letzte Horst hat den Adler verlassen. Keiner wusste so recht, warum. Jetzt haben wir einen zweiten, der sich in diesem Amt nicht halten konnte. Jetzt möchte ich erstmal, es wird euch vielleicht überraschen, sagen, was ich an diesem Bundespräsidenten wirklich positiv fand. Ich fand positiv, dass er sich für mich sogar überraschenderweise wahrscheinlich auch für seine eigene Partei, eindeutig dafür ausgesprochen hat, dass der Islam zu Deutschland gehört, liebe Genossen. Das hat ihn ausgezeichnet. Da haben andere, ich hätte das von anderen erwartet, dass sie zu dieser Frage deutlich Position beziehen. Deswegen verstehe ich auch durchaus den Vertreter der türkischen Gemeinden in Deutschland, die nun sagen, die Politik muss fortgesetzt werden. Und das Zweite, was ihn ausgezeichnet hat, war die Frage, dass er, ich finde, sehr gut umgegangen ist mit diesem Problem des Rechtsterrors in unserem Land. Dass er sich eingesetzt hat dafür, dass die Opfer rehabilitiert werden, denn das war ja schon der Begrifflichkeit, Dönermorde, das war ja schon der Hammer, wie Sprache bei uns in unserem Lande benutzt wird, um letztendlich auszugrenzen. Auch da hat eine gute Rolle gespielt. Aber es zeigt sich auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir über eine Frage wirklich neu nachdenken müssen in dieser Republik. Welche Verbindungen gibt es eigentlich zwischen Wirtschaft und Politik? Da kann man nicht mehr auseinanderhalten. Auf der einen Seite werden politische Parteien gesponsert und machen 1:1 im Interesse derer, die sie sponsern, die Politik. Inzwischen schreiben die Bankenverbände die Gesetze. Inzwischen ist es so, dass letztendlich der Ackermann, der Merkel sagt, in welcher Weise sie bitteschön die Regelungen der Finanzmärkte machen soll. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, da stimmt etwas nicht mehr. Und deshalb sagen wir eindeutig und klar als Linke, wir wollen, dass die Spenden aus der Industrie, aus der Wirtschaft an die Parteien verboten werden. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, über den wir uns auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommen wir zu dem neuen, angedachten Bundespräsidenten. Wisst ihr, mir ist es vollkommen wurscht, wie viele Frauen der hat, ob er verheiratet ist oder nicht, das ist mir ganz egal. Es ist vielleicht ein Problem des Protokolls, weil sie vielleicht nicht wissen, wen sie einladen sollen, aber das ist nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Und deshalb würde ich auch nie sagen, das ist ein Grund, dass man den ablehnt. Aber liebe Genossinnen und Genossen, das Erste ist die Frage des Zustandekommens dieses Kandidaten. Ich hätte mir erwartet, dass nach dem Debakel mit Wulff wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin in diesem Lande als Bundespräsidentin oder als Bundespräsidenten bekommen, die sich oder der sich wirklich als Kandidat aller Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland versteht. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass die Kanzlerin, wenn sie darüber redet, wer wäre denn von allen akzeptabel, zumindest eins macht, dass sie alle im Bundestag vertretenen Parteien einlädt und sagt, was habt ihr denn für Vorstellungen, wen könnt ihr denn mittragen? Und dass sie das nicht gemacht hat, dass sie von vornherein die Linke ausgegrenzt hat an dieser Frage, ist nicht von uns deshalb zu kritisieren, weil wir da jetzt ein bisschen beleidigt sind, sondern weil letztendlich 5 Millionen Wähler in der Bundesrepublik Deutschland vertreten durch ihre Partei oder im Osten mit 20-30% eine sehr starke Partei nicht beteiligt wird an diesem Vorgang. Sie macht denselben Fehler der Ausgrenzung wieder, liebe Genossinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das finden wir schäbig und unangemessen in der jetzigen Situation. Und um es nebenbei zu sagen, auch der letzte Kandidat, der jetzt aus dem Amt geschieden ist, war ein Vorschlag von Merkel und nicht der Linken. Vielleicht sollte sie sich mal von den richtigen Leuten beraten lassen, dann erlebt sie nicht so viele Niederlagen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass das eine Niederlage war für sie, diese Nominierung des Herrn Gauck, ich glaube, das können wir jetzt nachvollziehen. Was ist denn da passiert? Da kommt also diese 3%-Partei ins Kanzleramt,
entscheidet vor in ihrem Präsidium, wir wollen jetzt den Gauck. Obwohl jeder weiß, die wollte ihn eigentlich nicht. Ich sage euch mal was. Unter vorgehaltener Hand erzählt die SPD und die Grünen, wir wollen ihn eigentlich auch nicht. Inzwischen. Weil sie inzwischen mal merken, was der eigentlich so von sich gibt. Das haben die offensichtlich vorher gar nicht gewusst und vor 2 Jahren war es ja egal, weil sie gewusst haben, der wird es eh nicht. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt kriegen wir den. Und dann kommt also die FDP ins Kanzleramt und sagt, jetzt zeigen wir es aber mal der Merkel, weil wir uns sonst sowieso nicht mehr durchsetzen, weil wir in den Umfragen nach unten gehen und die Merkel fällt um. Wisst ihr, was das Problem dieser Regierung ist? Das Problem ist, dass nicht der Hund mit dem Schwanz wackelt, sondern inzwischen wackelt der Schwanz mit dem Hund in dieser Regierung. Das ist das Problem. Und nicht nur an dieser Frage. Nicht nur an dieser Frage, schaut euch doch mal die unsägliche Debatte, ich komme da nochmal drauf, um den Mindestlohn an. Da gibt es also starke Bestrebungen, auch in der CDU, endlich einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Da machen die am Parteitag gut, sie schummeln und sie schwindeln und sie täuschen. Ja, einverstanden, das tun sie wirklich. Aber jedenfalls gibt es eine Debatte. Und diese 3% Verhinderungs- und Neinsagerpartei verhindert, dass wir in Deutschland letztendlich eine vernünftige Debatte um den Mindestlohn haben. Wenn man so Politik macht wie die FDP, hat man mit 3% den Zenit seiner Zumutbarkeit deutlich überschritten, liebe Genossinnen. Das ist der Punkt. Und ich hoffe, dass das noch mehr merken. So, die gehen dann also ins Kanzleramt und sagen jetzt zu Merkel, also der oder keiner. Und das hat die Merkel einfach nur noch die Wahl gehabt. Entweder sie akzeptiert es, was die, das hätte ich mal gesagt, also die Wedelpartei, was die Wedelpartei dann so sagt, oder sie hätte einen Koalitionskrach herbeigeführt, der letztendlich im Ergebnis sogar die Regierung hätte zum Scheitern bringen können. Das war ihre Lage. So, dann hat sie es akzeptiert. Und jetzt haben wir einen Bundespräsidentenkandidaten, der von vielen, die ihn nominiert haben, gar nicht geliebt wird, gar nicht akzeptiert wird, aber über den plötzlich bekannt wird, was er so meint. Und das möchte ich euch an ein paar Fragen zur Kenntnis geben. Zum Beispiel die Frage der Finanzmarktdebatte. Die Frage, müssen wir die Finanzmärkte regulieren? Müssen wir möglicherweise auch vernünftigerweise protestieren gegen das, was da los ist? Da hat er am 16.10.2011 gesagt, zu dieser ganzen Frage, dass wir eine Debatte, die ist, Zitat, unsäglich albern. Dann sagt er, der Traum von einer Welt, in der man sich, Zitat, der Bindung der Geldmärkte entledigen könne, sei eine romantische Vorstellung. Es werde keine dauerhafte Protestbewegung gegen die Banken und das Finanzsystem geben, so Gauck. Wieder ein Zitat, das wird schnell veräppen. Und dann, und das ist das, was mich wirklich ärgert, liebe Damen und Herren, dann sagt er, ich habe in einem Land gelebt, besetzt worden. Und wisst ihr, was er damit macht? Damit setzt er eigentlich die, die gegen die Banken protestieren und wir, die auch vor den Banken protestieren und auch schon mal in der Bank reingegangen sind, weil wir protestiert haben gegen das Verhalten, gleich mit der DDR-Situation. Und das, liebe Damen und Herren, das, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, damit zeigt sich, wessen Geist das Kind ja eigentlich ist. Er ist ein Verteidiger dieses Finanzmarkts. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Es soll weiter so bleiben, dass die Banken regieren und nicht die Bürgerinnen und Bürger. Und er ist kein Bürgerrechtsmensch, weil die Bürgerbewegung hat nicht aufgehört mit der DDR. Die jetzige Bürgerbewegung ist auch die Occupy-Bewegung und die Bewegung gegen Hass und meine verehrten Damen und Herren. So, und dann ein zweiter Grund, warum ich sage, der ist für die Linken kein akzeptabler Kandidat. Das ist die Frage, wie er umgeht mit der Armut in dieser Gesellschaft und mit denen, die sich dagegen wehren. Nämlich mit denen, die sich gegen diese Hartz-Gesetze wehren. Da sagt er, Zitat, als Gerhard Schröder einst die Frage aufwarf, wie viel Fürsorge sich das Land noch leisten kann, da ist er ein Risiko eingegangen. Solche Versuche mit Mut brauchen wir heute wieder. 2020, die der im Kopf hat. Ja, wohin soll denn das führen? Und dann sage ich, liebe Genossinnen und Genossen, ein Kandidat aller spricht anders. Im Übrigen zum Atomausstieg. Gauck wörtlich,
Man könne wichtige politische Entscheidungen wie etwa den Ausstieg aus der Kernkraft nicht von der Gefühlslage der Nation abhängig machen. Ich habe den Eindruck, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dem einen oder anderen jetzt erst ein Auge aufgeht, wen sie da eigentlich nominiert haben. Den Eindruck habe ich bei den Sozialdemokraten, den Eindruck habe ich bei den Grünen. Ich glaube, wenn vor 2 Jahren eher gefragt hätte, wäre der Kandidat jetzt. Und dass jetzt Sarrazin ausgerechnet sagt, ja, das ist ein guter Präsident, er freut sich, dass der gewählt wurde, hängt damit zusammen, dass er sagt, Dinge anzusprechen. Ist doch toll. Zeitgenosse als Bundespräsident. Liebe Damen und Herren, ich sage nochmal, wir waren bei dem Verfahren nicht beteiligt. Ohne dass ich jetzt da mit meiner Partei Rücksprache gehalten habe bei dieser Aussage. Aber ich hätte damit leben können. Und ich sage Ihnen auch, unser Wunder erleben jetzt darauf an, dass wir in dieser Frage auch deutlich machen, dass dieser in einer Sitzung mit unseren Landesverbänden entscheiden, ob wir einen eigenen Kandidaten aufstellen oder ob er keinen. So ist der Plan, liebe Damen und Herren, und so werden wir das machen. Und dann vielleicht auch noch aufgrund der aktuellen Situation ein Wort zum Verfassungsschutz. Also jetzt haben wir festgestellt, dass 27 Bundestagsabgeordnete überwacht werden, und zwar vom Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland. Dann ist gesagt worden, ja, es sind ja eigentlich nicht alle, einige nicht. Ich zum Beispiel dachte, toll, ich kann machen, was ich will, bin da gar nicht überwacht. Verfassungsschutzes erkennt man, wie sie mit dieser rechtsradikalen nationalsozialistischen Stelle umgegangen sind. Höchst erfolgreich. Man hat den Eindruck, Leute, die wir dann auch noch finanzieren. Also, dass der Verfassungsschutz in der Frage vollkommen versagt hat, glaube ich, dürfte inzwischen außer Zweifel stehen. Deswegen gibt es auch die entsprechenden Ausschüsse, die sich damit beschäftigen. Aber wenn wir jetzt sozusagen im Fokus dieses Inlandsgeheimdienstes stehen, dann ist der Sinn natürlich, das ist ja ganz öffentlich, wir sind ja kein Geheimbund. Im Fernsehen, in den Reden. Und manchmal sagen wir auch was, wo wir wissen, nicht, dass die rauskriegen wollen, ganz woanders. Der Sinn besteht, dass den normalen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land so viel Angst gemacht werden soll vor einer Linken, dass sie nicht Mitglied werden, dass sie sich nicht zu uns bekennen, dass sie. Dass sie Angst haben, am Stammtisch zu erzählen, ich bin bei dieser Truppe, und dass der ein oder andere sagt, was, da muss ich Angst haben, dass ich mit dir rede, vielleicht hört da noch einer zu. Und dann kommen die nicht zu uns. Und damit haben wir weniger Mittel, auch weniger Geld. Damit haben wir nicht so viel
ich sag mal, Zustimmung auch bei den Leuten, weil sie Angst haben, dass sie möglicherweise ins Visier eines Geheimdienstes geraten. Das ist der Sinn dieser Wache. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das geht nicht. Das hat auch mit demokratischen Mitteln nichts mehr zu tun. Sondern was hier in Bayern ganz besonders passiert durch den Herrmann und durch das, dass er es so wunderbar offen verkündet, das ist, dass versucht werden soll, die Linke zu kriminalisieren, weil wir eigentlich die einzige Partei in Bayern sind, die überhaupt die Verfassung kennt und sich daran erinnert, meine Damen und Herren. Und das will ich euch jetzt beweisen. So, und dann habe ich mir das einfach nur mal rausgesucht, weil es so nett ist. Ich selber wieder schmunzeln musste. Ich war am 8.3.2008 mit Christine Haderthauer bei Anne Will eingeladen. Und ich habe die Gelegenheit benutzt, ich lese euch jetzt einfach mal die Abschluss dieser Sendung. Ich habe gesagt, ich würde Ihnen gern eine Frage stellen, Frau Haderthauer. Dann hat sie da irgendwie noch nicht drauf reagiert. Dann habe ich da nochmal, ich würde Ihnen gerne den Satz vorlesen wegen unserer Positionen. Dann habe ich den Satz vorgelesen. Zitat: Die geordnete Herstellung und Verteilung der wirtschaftlichen Güter zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs der Bevölkerung wird vom Staat überwacht. Zitat Ende. Was halten Sie davon, Frau Haderthauer? Sie hat geantwortet: Mein lieber Herr Ernst. Was ich jetzt auch anders sagen können, ne? Das war schon mal ganz richtig. Hört sich böse, Herr Ernst, hört sich anders an. Lieber Herr, was Sie unter sozialer Gerechtigkeit verstehen, ist Umverteilung und was wir unter sozialer Gerechtigkeit verstehen, ist Chancen schaffen. Hat sie darauf geantwortet. Chancen schaffen, Chancen, 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 Chancen. Dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Haderthauer, sagen Sie doch mal, wo das herkommt. Dann sagt sie, Frau Haderthauer, ich kann mir gut vorstellen, darauf habe ich gesagt, so viel Verfassungskenntnis. Jetzt muss ich ehrlicherweise dazu sagen, wer das diese Verfassung vereidigt worden. Man kann nur hoffen, dass sie sie zwischendrin gelesen hat. Damals kannte sie sie offensichtlich noch nicht. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen nochmal sozusagen unter Beweis stellen, dass die bayerische Landesregierung, die bayerische Staatsregierung, offensichtlich dringendst vom Verfassungsschutz überwacht werden muss. Ich werde Ihnen das unter folgendem Gesichtspunkt zur Debatte stellen. Wir haben in der bayerischen Landesverfassung einen Artikel 103 Absatz 3, der zitiere das wörtlich, die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Sie ist nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln. Das heißt, erstens, es ist eine zwingende Bestimmung einer Erbschaftssteuer und zweitens, wie sie prinzipiell zu regeln ist. Eine zwingende Vorschrift. Georg Fahn schon am 30.10.2009, wir würden in Bayern einen Steuersatz nahe Null einführen und würden damit schwarze Zahlen schreiben. Lebensleistung nicht zerstört wird. Die bayerische Erbschaftssteuer nicht nur niedrig zu halten, sondern im Prinzip ganz abschaffen. Jetzt schreibt aber die bayerische Verfassung die Wenn die bayerische Staatsregierung letztendlich nichts unternimmt, um diese Verfassung in die Realität umzusetzen, sondern das Gegenteil von dem macht, meine Damen und Herren, Meineid Bauern, und deshalb gehören die vom Verfassungsschutz überwacht, die sind auf die Verfassung vereidigt. Meine Damen und Herren, ich komme zu dem eigentlich wichtigeren Thema, nämlich, was ist los auf unseren Finanzmärkten? Was ist
in Griechenland? Müssen wir langsam unser Geld festhalten? Bleibt uns der Euro? Gibt es Inflation? Wird unser Geld also weniger wert? Das sind ja die Fragen, die die Leute hierzulande eigentlich beschäftigen. Und die beschäftigen sie zu Recht natürlich mehr, wie der Bundespräsident heißt. Henry Ford hat mal einen berühmten Satz gesagt, ich will euch zitieren. Er hat gesagt, es ist gut, dass die Menschen des Landes unser Bank, denn sonst, glaube ich, hätten wir noch morgen früh eine Revolution. Und dieses Geldsystem, dieses Finanzsystem ist natürlich auch immer weniger zu durchschauen. Ich mache einfach mal das ein oder andere Schlaglicht in diese Entwicklung, was wir erleben. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, es war eigentlich ganz einfach. 2007, 2008 hatten wir eine riesen Finanzkrise. Die Banken haben das Geld verzockt. Sie haben mit Produkten gehandelt, die keiner mehr verstand. Ausgerechnet die Banker. Die Bayerische Landesbank ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die wussten ja im Zeitablauf von einer Woche nicht, ob sie eine Milliarde mehr Schulden haben oder weniger. Im Ergebnis dieser Zockerei der Banken mussten die Staaten das Bankensystem retten. Sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das Bankensystem zu retten. Jetzt weiß jeder, dass auch im Jahre 2007 die Staaten schon verschuldet waren. Wir haben ja damals schon kein Geld gehabt, haben damals schon Staatsschulden gehabt. Wir mussten aber allein die Bundesrepublik Deutschland über 200 Milliarden Euro. Im Bundeshaushalt haben wir sogar in einer Woche 480 Milliarden beschlossen, den Banken zur Verfügung zu stellen. Während der Finanzkrise. 480 Milliarden, das ist das 1,6-fache des Bundeshaushaltes, nur dass man ungefähr die Größenordnungen weiß, die wir dort zur Verfügung gestellt haben in einer Woche, um dieses System zu stützen. Jetzt hatten aber die Staaten, weil sie ja schon verschuldet waren, kein Geld. Jetzt ist die Frage, wo haben die denn das Geld eigentlich hergehabt? Oder wo nehmen die Staaten das Geld her, um die Banken zu retten? Ja, logischerweise von den Banken, oder habt ihr was anderes gedacht? Aber die Banken geben das Geld natürlich nicht umsonst den Staaten, sondern sie wollen dafür Zinsen haben. Und im Ergebnis dieser Rettung der Banken sind natürlich die Staatsschulden in Europa, übrigens auch in der Bundesrepublik, deutlich gestiegen. Letztendlich zu einem Punkt, dass irgendwann dann gesagt wurde, hoppla, können denn die Staaten eigentlich ihr Geld noch zurückzahlen? Und in dieser Situation können denn die Staaten eigentlich ihr Geld noch zurückzahlen, kommen dann wieder die hervorragenden, klugen Ratingagenturen ins Spiel. Die haben nämlich alle gesagt, diese Papiere, die es gab, die gehandelt wurden im Jahr 2007, die haben alle gesagt, die sind absolut sicher hervorragend und klasse und toll, diese Ratingagenturen. Das Erste, was abgeschafft werden müsste, sind diese Lügenbeutel in diesen Agenturen, meine Damen und Herren. Und im Ergebnis dieser ganzen Geschichte haben natürlich dann die Banken, weil die Risiken, ob sie ihr Geld, das sie den Staaten verleihen, wieder zurückkriegen, gestiegen ist, immer höhere Zinsen von den Staaten verlangt. Und im Ergebnis dieser höheren Zinsen mussten natürlich die Staaten darüber nachdenken, wie können sie denn die Zinsen dieser Banken bezahlen. Und dann ging es los mit Sparprogrammen, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Sparprogrammen. Auch bei uns wurden ja massiv Änderungen durchgeführt, um entsprechend Geld aufzubringen, um diese Zinsen letztendlich abzubauen und zu bedienen. So, und jetzt kommt natürlich das Problem, das wir in Griechenland haben, in ganz besonderer Weise. Weil in Griechenland sind natürlich seit diesem Zeitraum die Zinszahlungen ganz enorm gestiegen, weil man zu denen gesagt hat, ihr könnt sowieso nicht mehr zurückzahlen. Und was ist dann passiert? Dann sind die Zinsen in Griechenland teilweise zweistellig gestiegen. Diese Zinsen, die sie zahlen müssen, müssen letztendlich die Bürgerinnen und Bürger des Landes aufbringen. Und jetzt kommt der Clou, um deutlich zu machen, was der Henry Ford da sagt. Im Dezember diesen Jahres hat die Europäische Zentralbank 500 Milliarden Euro, also 1,7-fache des Staatshaushalts der Bundesrepublik, den Banken zu 1% zur Verfügung gestellt. Zinssatz 1%. Und diese Banken verleihen das Geld dann zu 5, 6, 7, teilweise zweistellig an die Staaten weiter. Und von dieser geringen Differenz lebt dann Ackermann. Seht ihr? Diese geringen Differenz. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt im Februar sollen eine Billion Euro den Banken zu 1%, übrigens Laufzeit im
Dezember waren 3 Jahre, zur Verfügung gestellt werden. Damit die das Geld den Staaten wieder leihen können, damit sozusagen der ganze Laden flutscht. Ist das nicht verrückt? Dass wir das Geld letztendlich den Banken zur Verfügung stellen, dass der ganze Laden weitergeht, dann leihen wir uns das Geld bei den Banken, die sich die Banken vorher bei der Europäischen Zentralbank für 1% leiht, und wir geben dann denen 5, 6, teilweise zweistellige Zinsen. Ja, sind wir denn eigentlich besteuert? Und deshalb sage ich, ist eine ganz zentrale Forderung der Linken, dass wir dieses System durchbrechen. Wenn die Staaten finanziert werden müssen, dann müssen sie sich direkt bei der EZB zu diesem geringen Zinssatz ihr Geld holen und nicht erst dem Ackermann, der Deutschen Bank und anderen die Kohle rüberschieben. Das ist doch die Lösung. So, und jetzt kommt der zweite Akt. Jetzt sind die Griechen, bleiben wir mal bei den Griechen, verschuldet. Haben natürlich auch den ein oder anderen eigenen Fehler gemacht. Einer zum Beispiel war, dass sie ihre Reichen so gut wie nicht besteuert haben. Der zweite war, dass sie ihren Rüstungsetat aufgebläht haben, exorbitant. Das dritte war, dass sie natürlich bei den Zahlen geschummelt haben. Dass sie allerdings jetzt einen Präsident haben, der bei dieser Schummelei dabei war, weil er damals bei der EZB als Grieche gearbeitet hat, ist eine andere Frage. Aber so war es jedenfalls. Und jetzt ist natürlich der Punkt, was passiert jetzt mit den Griechen? Jetzt sind die extrem verschuldet, können ihre Schulden nicht mehr zahlen. Sie brauchen in irgendeiner Weise Unterstützung. Wenn ihr einem ein Geld leiht und ihr zahlt es nicht mehr zurück, dann könnt ihr den möglicherweise verklagen und dann macht ihr einen Konkurs und euer Kohle ist futsch. Die Banken, die jetzt Griechenland Geld geliehen haben, die wollen das Geld natürlich wieder haben. Und jetzt werden enorme Staatsmittel aufgebracht, um Griechenland zu unterstützen. Das kriegen aber nicht die Griechen, sondern das kriegen die Banken. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es mit den Griechen, was bei den Griechen zurzeit abgeht. Ich empfehle euch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in der Internetausgabe am 20. Dort waren 2 Leute in Griechenland, die haben beschrieben, wie zurzeit in Griechenland die Situation ist. Ich muss euch sagen, als ich den gelesen habe, ich war erschüttert. 2 Dinge, die mich erschüttert haben. Die erste ist, inzwischen werden Lehrerinnen und Lehrer in Griechenland aufgefordert, die Kinder bitte zu notieren, die beim Nachmittagsunterricht umkippen, weil sie unterernährt sind. Weil sie nichts mehr zu essen haben. Das zweite ist, dass allein im Monat November die Arbeitslosigkeit um 100.000 Leute zugenommen hat. Allein im November. Ich nehme euch ein paar Zahlen, dass ihr wisst, was da sozusagen, was da abgeht. Ein Physiklehrer, ist die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, der noch ungefähr 1100 Euro verdient hat vor den Sparmaßnahmen, kriegt jetzt noch 808 Euro. Ein Physiklehrer. Eine Lehrerin, die neu eingestellt wird, hat noch 600 Euro. Die Mindestlöhne werden gekürzt. Und zwar drastisch, teilweise um 30%. Die Renten werden gekappt und gekürzt. 150.000 Leute aus dem Staatsdienst sollen entlassen werden. Und das Ergebnis dieses permanenten Drückens auf die Griechen ist klar. Die Wirtschaftsleistung geht nach unten, das sagt inzwischen jeder, das sagen die Amerikaner, das sagen die Leute, die sich mit Finanzen auskennen. In dem Moment, wo ich eine Wirtschaftsabwürge und die Schulden noch da sind, nehmen die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu. Volksschule Sauerland, kann ich nur sagen, da weiß man das. Und wenn das so ist, liebe Genossinnen und Genossen, dann heißt es, dass das, was da zurzeit passiert, dass wir den Griechen ein Sparprogramm aufdrücken, dass die nimmer, sagt, die sollen den Gürtel enger schnallen, denen drückt schon die Augen raus, so eng ist der Gürtel geschnallt. Und im Ergebnis, im Ergebnis dieser Politik wird die Wirtschaftsleistung immer noch mehr nach unten gedrückt und im Verhältnis dazu steigen die Schulden und sie kommen aus dem Ding überhaupt nicht raus. Was die bräuchten, wäre ein Konjunkturprogramm, dass die Geschichte wieder ins Rollen kommt, dass die Wirtschaft wieder flutscht. Wir machen das Gegenteil, wir machen die kaputt. Und dann schimpft man immer auf die bösen Griechen, auf die Faulen, die angeblich nichts arbeiten und am Meer liegen und auf die Fische gucken, statt dass sie es rausholen. Das ist Quatsch, liebe Genossen. Wir erleben dort einen neuen Nationalismus. Auch in der Bundesrepublik Deutschland. Dass es die bösen Griechen sind. Und bei den Griechen haben wir inzwischen auch ein Deutschlandbild, das auch nicht so optimal ist. Das hängt auch ein Stück weit mit der Geschichte zusammen. Es gab schon mal einen Sparkommissar in Griechenland während des Faschismus, der übrigens auch Einfluss hatte dann auf das, was die Politik in Griechenland ist, logischerweise. Und das, auf das, da erinnern sich die Griechen dran, was da abgeht. Und deshalb sage ich, diese Politik,
Das ist keine Politik des Gürtel-Enger-Schnallens, das ist eine Politik des Abwürgens jeder ökonomischen Entwicklung in Griechenland. Und im Ergebnis müssen wir immer mehr zahlen, um das eigentlich wieder in den Griff zu kriegen, weil es so nicht geht, liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb sagen wir, das ist der falsche Weg. Wir brauchen keine Sparprogramme in Griechenland. Wir brauchen nicht das Ausbluten der Bevölkerung. Wir brauchen einen Marshallplan für Griechenland und für Südeuropa, dass die Dinge wieder ins Laufen kommen. Und das, was wir da erleben, ich sage es mal ganz dramatisch, ich meine es auch so, ist das Zerschlagen des europäischen Sozialstaatsmodells. Das wird in Griechenland gerade zu schlagen. Und Portugal und Spanien und möglicherweise Italien sind die Nächsten, bei denen das passiert. Und um was geht es im Endeffekt? Es geht im Endeffekt dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas für die Zinsen des Bankensektors arbeiten und deshalb den Gürtel enger schnallen sollen. Und da macht die Linke nie und nimmer mit, liebe Genossinnen und Herren. Nie und nimmer. Und jetzt komme ich auf meine Freunde von der Sozialdemokratischen Partei. Es ist ja schon merkwürdig, ich diskutiere ja auch mit der einen und mit dem anderen drüber, es ist schon wirklich merkwürdig. Die sagen, ja, wir müssen doch den Griechen helfen. Ja, wenn man nur den Griechen helfen würden, sie stimmen jedem sogenannten Rettungspaket im Bundestag zu und wir sind die Einzigen, die dagegen sind. Warum? Weil wenn man diesem Rettungspaket so zustimmt, wie man ihm jetzt zustimmen soll, demnächst mit 130 Milliarden, 30 gehen übrigens direkt an die Banken, 30 Milliarden sofort direkt an die Banken. Wenn man dem zustimmt, stimmt man zu, dass den Griechen die Renten gekürzt werden, dass den Griechen die Löhne gekürzt werden, dass den Griechen das Gesundheitssystem zerschlagen wird. In der Süddeutschen Zeitung schreiben die, dass inzwischen in den Krankenhäusern die Spritzen und die Handschuhe fehlen. So ist die Lage. Und dazu zu stimmen, ist eine Katastrophe. Und wenn die SPD dem zustimmt, dann hat sie immer noch nicht begriffen, dass eine sozialdemokratische Partei in diesem Land eine andere Aufgabe hätte, die Verteidigung des Sozialsystems. Das Erste, was wir in Griechenland erleben, ist die Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells. Das Zweite, was an Griechenland ausprobiert wird, ist, wie können wir denn die demokratischen Strukturen wieder so organisieren, dass direkt das Finanzkapital Einfluss hat auf das, was passiert und die Bevölkerung nicht mehr mitschwafeln darf? Es geht im zweiten Schritt in Europa bei der sogenannten Euro-Rettung um die Frage des direkten Angriffs auf demokratische Strukturen. Das will ich euch jetzt beweisen. Das Erste ist, in Athen hat der Papandreou, der letzte Präsident, gesagt, wenn das schon solche unmöglichen Maßnahmen sind, die wir machen sollen, dann wollen wir, dass das Volk darüber abstimmt, ob sie das auch will. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Der Papandreou hat jetzt wieder mehr Zeit. Den gibt es nicht mehr. Und an der Spitze steht Papadimos, ein direkter Vertreter des Bankensystems. Der ist nie beim Volk zur Wahl gestanden, sondern der ist vom Parlament eingesetzt worden in diesem Mal. Der hat überhaupt nicht kandidiert. Das Zweite. Italien. In Italien dieselbe Situation. Es gab 50 Abwahlanträge gegen den Berlusconi. Keiner ist durchgekommen. Die einzigen, die geschafft haben, den wegzukriegen, ist das Bankensystem. Jetzt haben sie Monti, ein direkter Vertreter des Bankensystems, ein Banker. Im Übrigen, er war früher Berater von Goldman Sachs. Sehr erfolgreicher Laden, wie man weiß. Dann haben wir inzwischen den Verantwortlichen in Griechenland für die Staatsschulden. Der ist Christodoulos, ein ehemaliger Börsenmakler, ebenfalls von Goldman Sachs. In Spanien kommt der neue konservative Wirtschaftsminister von Lehman Brothers. Und jetzt, liebe Damen und Herren, geht es darum, dass die in Griechenland wählen sollen, im April. Damit ist klar, dass die Mehrheit der Bevölkerung das System höchstwahrscheinlich ablehnt, dieses Kahlschlagsystem ihrer Ökonomie. Jetzt sagt bei uns Schäuble, diese Wahlen, ist es nicht sinnvoll, dass die ihre Wahlen verschieben? Das ist ein sehr ernsthafter Vorgang. Der Vorgang beschreibt nämlich, dass die, die gegenwärtig regieren, wissen, dass sie das Ausbluten der Bevölkerung zur Finanzierung des Finanzsystems nicht mit der Bevölkerung hinkriegen. Weil aber in 100 Jahren oder darüber hinaus demokratische Strukturen erkämpft wurden, muss man diese demokratischen Strukturen schleifen, um die Gewinne, um die Profite, um letztendlich die Zinsen im Bankensystem zu organisieren. Und deshalb müssen wir aufmerken, was da passiert. Wie der Sparwasser immer sagt, merkt auf.
Es geht um die Zerschlagung des Sozialsystems und es geht um einen direkten Angriff auf die Demokratie in Europa. Und da sind wir die, die Verantwortung haben als Linke, das nicht zuzulassen, Widerstand gegen das entgegenzusetzen. Das ist unser Job. Liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb bin ich zurzeit im Gespräch mit meinen griechischen, italienischen und portugiesischen und spanischen Amtsbrüdern, die auch einer linken Partei vorsitzen. Und wir versuchen uns zu verabreden, uns auf vier Kernpunkte zu verständigen. Dies ist gar nicht so einfach. Der erste Kernpunkt habe ich genannt, direkte Finanzierung der Staatsschulden über die Europäische Zentralbank. Aber die zweiten drei sind von ganz besonderer Bedeutung. Ich möchte, dass wir uns darauf verständigen als linke Parteien in Europa, dass wir in keinem Land einer Rentenkürzung, einer Lohnkürzung oder einem Sozialabbau zustimmen. Als Vereinbarung in Europa. Jeder Bürger in Europa muss wissen, wenn er eine linke Partei wählt, verteidigt er die Demokratie, verteidigt er den Sozialstaat und verteidigt das Sozialsystem. Das muss die Verabredung werden. Und im zweiten Schritt müssen wir schauen, dass wir in Europa mit den Gewerkschaften ins Gespräch kommen. Auch mit den unseren. Auch mit den unseren. Ich habe es nicht verstanden, dass der DGB uns bei der letzten Abstimmung im Bundestag aufgefordert hat, diesem sogenannten Rettungspaket zuzustimmen und damit auch der Rentenkürzung, der Lohnkürzung in Griechenland. Ich denke, auch die Position des DGB hat sich verändert. Ich hoffe es. Und deshalb werden wir jetzt im nächsten Schritt mit allen unseren Gewerkschaften in Europa versuchen, ins Gespräch zu kommen, um auch die Gewerkschaften auf eine europäische Vereinbarung zu kriegen, in keinem Land Sozialabbau, Lohnabbau, Rentenkürzung zuzustimmen. Das ist der Weg, liebe Genossinnen und Genossen. Im letzten Teil möchte ich nochmal unsere Verantwortung als Bundesrepublik Deutschland für das ansprechen, was da zurzeit in Europa passiert. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine deutliche Lohnkürzung in den letzten Jahren hinnehmen müssen. In allen anderen Ländern sind die Löhne gestiegen, bei uns sind sie gesunken. Bei uns sind sie insbesondere im Niedriglohnbereich gesunken. Dort haben die Menschen weniger Geld als vorher. Wir haben die Situation, dass bei uns sogar im Aufschwung die Löhne sinken. Das ist absolut inakzeptabel. Wir haben inzwischen 4,6 Millionen Menschen, das sind 22,8% der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten, die für einen Bruttolohn von weniger als 1.800 Euro arbeiten. Das sind 22,8%, fast ein Viertel. Übrigens, wir haben jede dritte Frau und nahezu jeden zweiten Jugendlichen, der unter dieser Niedriglohnschwelle arbeitet. Die größten Probleme haben wir im Gastgewerbe. Dort haben wir 3 von 4 Vollzeitangestellten, die im Niedriglohn beschäftigt sind. Und da sagt die FDP, Leistung soll sich lohnen. Leistung lohnt sich dann wieder, wenn wir diese Partei los sind, meine Damen und Herren. Dann lohnt sich Leistung wieder. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland also die Situation, dass die Löhne gesunken sind. Ich möchte es noch mal deutlich machen an einigen Zahlen. Von 2000 bis 2009 sind nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf in Norwegen die Löhne um 25% gestiegen, in Finnland um 22%, in den Niederlanden um 4,8%, in Österreich um 2,7%, in Deutschland sind sie um 4,5% gesunken. Und was passiert jetzt, wenn in einer solchen Situation ein Land die Löhne senkt? Ich kann mich noch erinnern, da hatten wir noch die Mark. Wenn die bei Daimler, bei VW und den anderen Herstellern sehr, sehr produktiv waren und damit die Preise für diese Autos im Verhältnis zu den ausländischen Fahrzeugen gesunken sind, dann hat der Italiener plötzlich keinen Fiat oder Lancia mehr gekauft, sondern VW oder einen Ford. Das waren den italienischen Regierungen überhaupt nicht recht, das haben die gemacht. Sie haben in der Situation natürlich versucht, ihre Lira zu senken und die haben die Lira abgewertet. Im Ergebnis der Abwertung der Lira musste der Italiener länger arbeiten, um so viel Lira zu haben, dass er sich wieder sein Daimler oder sein VW oder sein Ford kaufen kann. Was hat er gemacht? Er hat sich wieder sein Lancia oder sein Fiat gekauft. Jetzt haben wir ein Problem. Sie können nicht mehr abwerten, weil sie alle im Euro sind. Und was passiert in so einer Situation, wenn ein Land im Verhältnis zu allen anderen die Löhne senkt? Es verschafft sich Vorteile gegenüber den anderen. Und dann ist es natürlich so, dass das zu einem riesen Exportboom führt. Und den haben wir bei uns. Wir waren Exportweltmeister in den letzten 10 Jahren. 1,4 Billionen Euro mehr verkauft, als wir eingekauft haben. 4,5 Billionen Euro.
Und jetzt muss man immer wissen, das, was bei uns der Überschuss ist, ist bei den anderen natürlich das Defizit. Sie können das Geld auch nicht vom Mond holen. Das ist ihr Defizit. Das heißt, wir haben durch unsere Lohnsenkungspolitik dazu beigetragen, dass die anderen Probleme hatten. Deshalb sind wir Mitverursacher des Problems in Europa. Wir sind mit schuld an der Situation in Europa. Und wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht uns in diesem Raum, sondern meine ich die, die seit ungefähr 20 Jahren eine Standortdebatte führen, die seit 20 Jahren eine Politik der Lohnsenkung in der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt haben. Und da bleibt es mir nicht erspart, nochmal zu sagen, wer das war, liebe Genossinnen und Genossen. Die Agenda-Politik, Hartz IV, führt doch nicht nur dazu, dass man die Menschen quält. Natürlich haben die Angst, in die Situation zu geraten. Und weil die Angst, in die Situation zu geraten, jemals in diesem System zu sein, ist die Folge, dass wir inzwischen die Situation haben, dass die Menschen Arbeit aller Art annehmen, letztendlich selbst solche Arbeit, die kaum noch bezahlt wird. 1-Euro-Jobs, 2-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs, Minijobs. Wir haben die Situation, dass ein Facharbeiter in einem Automobilhaus eines namhaften Herstellers in der Bundesrepublik Deutschland nach der Lehre noch 1000 Euro brutto verdient. Das ist die Situation. Und warum? Weil die Leute so viel Angst haben, in dieses Hartz-System zu geraten. Weil sie wissen, da kriegen sie gar nichts mehr. Dann sind sie am untersten Rand. Und deshalb sage ich, wenn wir nach wie vor dabei bleiben, dass wir dieses System ablehnen, dieses Hartz-System, machen wir das natürlich für die Leute, die drin sind. Aber auch dafür, dass wir den Lohn wieder stabilisieren. Wir müssen aufhören, den Leuten Angst zu machen vor diesem System, dass man sich wehrt am Arbeitsplatz, dass wir wieder Mut kriegen, auch Widerstand zu leisten gegen so ein System. Und ich erinnere daran, dass es die Sozialdemokraten waren, die es eingeführt haben. Und ich erinnere daran, dass es die Sozialdemokraten waren, die den Arbeitsmarkt dereguliert haben. Heute wollen sie das alles nicht mehr wahrhaben. Dass wir ein Problem mit Leiharbeit haben, ist das Problem der Gesetzgebung unter Schröder. Dass wir ein Problem mit befristeter Beschäftigung haben, ist ein Problem der Gesetzgebung von Fischer und Schröder. Und da brauchen wir die anderen gar nicht außen vor lassen, weil die Merkel und gerade die FDP immer mitgemacht haben. Die FDP wollte doch noch viel mehr Senkung der Rechte für die abhängig Beschäftigten. Das ist die Realität. Und ich bleibe noch mal kurz dabei, warum das ein Problem ist. Wenn die einen die Löhne senken und die anderen sozusagen eine vernünftige ökonomische Entwicklung in ihren Ländern haben, dann werden sie natürlich weniger verkaufen, sie kommen ins Nachsehen ökonomisch. Und wenn sie ins Nachsehen kommen, was passiert dann? Dann werden sie natürlich weniger verkaufen, als vorhin erzeugen Defizite. Es gibt ein Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland, das ist von den Ende der 60er Jahre, Gesetz für Wachstum und Stabilität in der Wirtschaft, Stabilitätsgesetz. Dort sind die Ziele staatlicher Wirtschaftspolitik definiert. Das Gesetz gilt noch heute. Die Ziele staatlicher Wirtschaftspolitik sind stetiges Wachstum, Preisstabilität, Vollbeschäftigung und jetzt kommt außenhandelswirtschaftliches Gleichgewicht. Und wenn sich die Kanzlerin hinstellt und sagt, wir sind Exportweltmeister und ich gleichzeitig sage, wir müssen unsere Importe erhöhen, damit wir wieder im Ausgleich sind, dann hat sie nicht mal mehr im Kopf, welche geltenden ökonomischen Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland wirken. Das ist das Problem. Und deshalb sage ich, wenn wir als Linke in der jetzigen Situation, und damit komme ich zum Schluss, wenn wir als Linke in der jetzigen Situation dafür eintreten, dass wir in Deutschland wieder kräftige Löhne, kräftige Lohnsteigerungen haben, wenn wir als Linke dafür eintreten, dass wir auch unsere Renten wieder vernünftig erhöhen müssen, wenn wir als Deutschland dafür eintreten, dass wir wieder vernünftige Transferleistungen haben, dass auch die Leute, die zurzeit keinen Job haben, vernünftig entlohnt werden, dann ist es auch ein Stabilitätsprogramm für ganz Europa. Höhere Löhne heißt, dass auch die anderen europäischen Partner mehr verkaufen können, weil sie bei uns importieren. Und das bedeutet, dass sie in die Lage versetzt werden, selber ihre Defizite abzubauen und nicht auf Almosen anderer angewiesen sind. Das ist die Logik, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb müssen wir auf alle Fälle diesen Weg gehen. Ganz zu einem Punkt zu den um auch nochmal deutlich zu sagen, wo der Hammer hängt. Es geht momentan um die Frage der Altersarmut. Immer mehr Menschen verdienen so wenig Geld, dass sie wissen, dass sie im Alter in eine Situation geraten, dass ihre Renten nicht mehr ausreichen. Jetzt hat die von der Leyen einen Vorschlag gemacht, sogenannte Mindestrenten, die kriegt man aber nur, wenn man vorher eine private Altersversorgung abgeschlossen hat. Und man kriegt sie nur, wenn man 35 Versicherungsjahre hat. Viele erreichen das überhaupt nicht, deswegen ist dieser Vorschlag totale Makulatur. Wir als Linke haben jetzt gesagt, wir wollen, dass wir mindestens im Alter
900 Euro zur Verfügung hat, um sein Leben zu bestreiten. Liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 900 Euro ist wahrlich nicht zu viel im Alter, wenn man das ganze Leben einigermaßen vernünftig gearbeitet hat. Wahrlich nicht zu viel. Und ich sage zweitens, wir wollen, dass wir wieder eine Rente kriegen, die tatsächlich den Lebensstandard sichert. Die Menschen, die entsprechend gearbeitet haben, müssen auch im Alter ihren Lebensstandard halten können. Und deshalb sagen wir, bleiben dabei, dass wir eine Rente wollen, die tatsächlich in einem bestimmten Prozentsatz zum letzten Einkommen steht, für die die entsprechende Lebensleistung arbeitsmäßig erbracht haben. Aber keiner soll weniger als 900 Euro erhalten. Und damit unterscheiden wir uns von allen anderen. Die Sozialdemokratische Partei, lasst mich das noch sagen, dabei, dass die Rente erst ab 67 Jahren bezahlt werden soll, von der Leyen sowieso, die Grünen im Übrigen auch. Die einzigen, die andere Position haben, sind wir und die Gewerkschaften. Und ich möchte noch mal ein Argument bringen, warum es ganz wichtig ist, dass wir bei diesem Punkt bleiben und warum es unsinnig ist, was anderes zu machen. In einer Anfrage haben wir die Bundesregierung gefragt, um wie viel müsste eigentlich der Beitrag steigen, wenn wir bei der Rente wenn wir bei der Rente mit 65 bleiben. Um wie viel höher müsste denn eigentlich der Beitrag sein? Schätzt mal. 0,5 Beitragspunkte. 0,5 Beitragspunkte ist beim Durchschnittsverdiener 6 Euro. Das ist weniger als eine Maß Bier am Oktoberfest. Ich habe noch niemand gesehen, der wegen einer Maß Bier im Monat weniger zwei Jahre länger arbeiten möchte. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, bleiben wir dabei. Bleiben wir dabei. Stabile Finanzverhältnisse, stabile Renten entstehen durch Arbeit. Deshalb brauchen wir vernünftige Arbeit, dann brauchen wir vernünftige Löhne. Das hilft den Menschen bei uns und hilft den Menschen in Europa. Ich danke fürs Zuhören. Ja.